Herzlich willkommen zu dem Video. Heute geht es ein bisschen darum, Profi-Rennfahrer aus zum Beispiel der IDM, also der Internationalen Deutschen Meisterschaft, oder auch andere Profifahrer in diesem Segment, auf diesem Level, kann man denen überhaupt irgendwas helfen und wie können die sich eigentlich verbessern und wie vor allem machen die das überhaupt? Man würde meinen, die fahren auf so einem hohen Niveau, die sind alle so gut, was sollen die besser machen? Könnte man sich täuschen, denn die Jungs, die arbeiten mehr an sich selbst und an ihrem Motorrad in Kombination als wir alle zusammen. Und das gehen wir mal in diesem Video genau drauf ein. So eine Disziplin von so einem Profifahrer, die geht sehr weitreichend. Das geht vom regelmäßigen Sport, by the way, ich mache auch viel Sport mittlerweile, und bis hin zum Ernährung und Streckenkenntnis und Mechaniker, Team, die ganze Konstellation, das ist alles sehr, sehr diszipliniert und sehr akkurat. Und wenn es zum Thema Motorrad geht und fahrerische Technik, dann wird es extrem eigentlich, ne? Und ich weiß es jetzt aus dem Grund, weil ich arbeite mittlerweile für ein IDM-Team, aus Superbike-IDM-Team, den Leon, den Langstädtler, und betreue den in Sachen Data Recording und Fahrwerk. Und da versuchen wir natürlich, den Fahrer auf dem Motorrad weiter nach vorne zu bringen, in die Startaufstellung oder ins Rennergebnis. Natürlich, umso weiter vorne, desto besser. Und jetzt erzähle ich euch mal so ein bisschen, wie wir das machen, wie wir da rangehen, mit welcher Art und Weise wir da quasi arbeiten. Das Wichtigste an dem Motorrad ist tatsächlich das Data Recording, sprich, da ist ein Recording drin, das alles aufzeichnet. Drosselklappenstellung, Schräglage, Bremsdruck, Raddrehzahlen, GPS, Sektoren, Rundenzeit, Federwegssensorik, also wo steht die Gabel, wo steht das Federbein, wo regelt die Traktionskontrolle, wo regelt sie nicht und. Und das ist notwendig, um den Fahrer zu lesen, weil das, was der Fahrer sagt, muss nicht immer das sein, was letztendlich am Moped passiert, weil die Wahrnehmung, kennst du bestimmt selber, oft mal eine andere ist. Somit muss man quasi wirklich zu 100%ig nachvollziehen können, was macht der Fahrer mit dem Motorrad zum jetzigen Zeitpunkt. Und das Ganze läuft so ab, man macht quasi ein Trainingsding zusammen, man bespricht, welchen Reifen, welche Mischung, dass wir fahren, was haben wir für Temperatur, was haben wir für Asphalttemperatur, man bespricht die Reifenmischung und dann spult der Fahrer mit dem Bike sein Testprogramm ab. Also 5, 6, 7 Runden und dann kommt er rein und dann kontrollieren wir, schauen wir uns das Bike an, schauen wir uns die Reifentemperatur an, schauen wir uns an, wie sich die Reifendrücke verändert haben und ich ziehe den USB-Stick, ganz normalen USB-Stick, aus dem Bike in den Laptop. Und dann setze ich mich mit dem Fahrer hin an den Tisch und der Fahrer zieht sich aus, tut seinen Helm runter, tut die Handschuhe runter, ich schaue in der Zwischenzeit schon mal in das Recording rein und frage den Fahrer so ein bisschen nur, wie ging's da, wie fühlst du dich, wie hast du dich gefühlt, wie ist das Motorrad, und. Besprechen wir ein bisschen die Gänge und schauen uns die Drehzahlen an und so weiter. Und dann frage ich natürlich, wo siehst du Potenzial im Motorrad? Wo gefällt dir was nicht? Hast du hier Grip? Wie ist die Radempführigkeit hier? Wie ist die Bremsstabilität hier? Wo denkst du, hast du fahrerische Probleme? Und. Und der Fahrer erzählt mir dann so seine Gefühle, ne? Pro Kurve, wir gehen die einzelnen Kurven durch. Und ich schaue mir in der Zwischenzeit die Daten an und schaue, inwiefern dass die Sprache des Fahrers mit den Daten des Motorrads zusammenstimmen. Das ist die Kunst. Und deswegen springen wir jetzt einfach mal rein in das Data Recording und schauen uns das an. So, jetzt sind wir hier im MoTeC Data Recording. Nicht verwirren lassen, viele Linien, ich schlüssel es gleich auf, ist ganz simpel. Auf den ersten Blick schaut es aus wie eine Katastrophe. Wir haben hier, das war zum Beispiel der erste freie Turn, da haben wir eine 203 am Nürburgring gefahren. Das Weiße hier drin ist quasi die schnellste Runde von diesem ersten freien Training. Hier seht ihr die Strecke mit dem Plus hier, das ist quasi für, wo ist der Fahrer gerade, hier der Gang. Rechts unten und so weiter. Und wir gehen quasi von Kurve zu Kurve durch und der Leon kommt her und sagt, du, in der Kurve 1 habe ich ein bisschen Problem, dass das Motorrad mir wegschiebt. Ne? Und dann schaue ich ganz einfach auf die Kurve 1, das ist jetzt hier, Ende, Start, Ziel. Ne? Und dann zoomen wir da mal ein bisschen rein und dann sehen wir hier raus, da ist er noch am Vollgas, das ist hier die Gasstellung, das sind die Raddrehzahlen, die Geschwindigkeit, die geht noch höher, und dann bremst er, volle Lotte. Ne? Und das ist hier der Bremsdruck.
Der zeigt uns jetzt an, das geht ihr irgendwas über 12 Bar hinaus, dann verringert er die Geschwindigkeit und bremst in die Kurve hinein. Und wie man jetzt schon sieht, das ist schon mal ein Unterschied vom Profifahrer zum Hobbyfahrer. Das ist der Bremsdruck und das ist das Gas. Und das seht ihr mal, wie wenig Zeit vergeht vom Brems loslassen bis zum ans Gas geben. Da vergeht relativ wenig Zeit. Das ist also im einen. Genau hier zu hier. Ne? Da vergeht überhaupt, er lässt die Bremse los und geht sofort wieder ans Gas. So weit, so gut. Das ist, na, wir wollen keine Rollphase, wir wollen so viel wie möglich, so wenig wie möglich Zeit mit nichts tun verbringen. So, und dann schaue ich mir auch an, was er da genau macht, weil genau in dem Moment, sagt er, kommt er nicht aus vom Fleck, beziehungsweise hat er das Gefühl, ihn trägt es raus. Man sieht jetzt hier unten, wie man da quasi aus der Kurve rausgeht. Ne? Und ich sehe auch, dass die Gasstellung, die geht sehr früh auf, schön, aber sie geht nie richtig auf. Also er hat nie 100%. Wir haben gerade mal 89% und das nur so halbherzig. Und das ist so ein, das kennt jeder von euch. Jeder von euch, Hobbyfahrer, schnellen Hobbyfahrer, kennt das Gefühl, wenn man mal das Gas aufmacht und sagt, ah, ich kann nicht mehr Gas geben, weil mich trägt es hier raus, hier kommt der Körb, hier kommt das Kies. Und vor allem hier im Nürburgring muss man dann von rechts auch noch nach links umlegen. Das heißt, du musst eigentlich weiter nach rechts rüber. Und somit geht das Gas nicht auf. Und das ist ganz klar natürlich eine verlorene Zeit in dem Fall. So, und jetzt ist für mich natürlich die Frage, was ist schuld? Ist das Motorrad schuld oder ist der Fahrer schuld? Das muss man jetzt rausfinden. Und deswegen schaue ich mir, um erstmal das Motorrad auszuschließen, schaue ich mir das Fahrwerk an. Und das Fahrwerk haben wir hier da. Das Fahrwerk ist dann interessant, wenn die Bremse losgelassen wird, kurz bevor er ans Gas geht. Also genau hier drinnen, in dieser Senke. Und da habe ich hier oben mein Fahrwerk, Suspension Rear, Suspension Front und sehe die Einfederwege. Und sehe Einfederweg, okay, das ist jetzt hinten nicht too much, sodass das zum Schieben anfängt. Da ist eigentlich noch Luft, da könnte man noch tiefer und es wird eigentlich trotzdem noch nicht schieben. Okay. Dann ist es auf jeden Fall nicht das Motorrad, sondern es ist der Fahrer. Also gehe ich her und sage dem Leon, Leon, pass auf, du musst hier einen Tacken langsamer fahren. 3, 2, 3, 4 km/h. Weil Schräglage, Radius, Geschwindigkeit, diese drei Faktoren kannst du nicht voneinander ändern. Wenn du den Radius nicht halten kannst, musst du entweder mehr Schräglage gehen oder die Geschwindigkeit einen Tacken verringern. Mehr Schräglage geht aber nicht, wir sind am Limit. Also 3, 4 km/h rausnehmen, das Motorrad dreht besser und dann kannst du konsequenter Gas geben und vor allem richtig Gas geben. Na, und nicht nur so halbherzig auf 90%, sondern anlegen, aufziehen, 100% Drosselklappe halten, 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 bam, zumachen. Das wollen wir, um diese Zehntel zu generieren, die ihm fehlen. So, und dann gesagt, getan, schauen wir uns natürlich an, wie das Ganze dann letztendlich funktioniert, wenn dann der Leon das auch umgesetzt hat und dann sind wir hier 2-0er Zeit gefahren und dann sieht das Ganze schon anders aus. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit auch am Fahrwerk gearbeitet, aber jetzt schauen wir uns mal nur diese eine Sache an und dann sind wir jetzt hier wieder an der gleichen Stelle an der Kurve 1 und wir sehen, die Zeit ist genau die gleiche, wo er die Bremse loslässt und ans Gas geht, aber jetzt kommt der Punkt, wir haben hier viel weniger Zeit, es vergehen jetzt nur noch 1,5 Sekunden von Gas anlegen bis Vollgas. Und das Vollgas haben wir jetzt auch hier da. Das sind jetzt 100% Drosselklappe. Die waren vorher gar nicht da. Konnte er gar nicht. Und jetzt sind wir hier einen Tacken langsamer am Scheitelpunkt, um dann letztendlich konsequenter Vollgas zu geben, vor allem auch länger Vollgas zu geben. Das ist der Punkt. Und das bringt die Rundenzeiten. Und wenn sich der eine oder andere jetzt ertappt fühlt und sagt, hey, das kenne ich irgendwoher, das Problem, dann sage ich, ja, das ist das Schöne, weil das Problem ist vom Hobbyfahrer bis zum Profifahrer da, das mit sowas kämpft sogar ein MotoGP-Fahrer, weil das nichts mit Können zu tun hat, sondern das hat was mit Geduld zu tun. Und ich bin auf der Rennstrecke, um schnell zu fahren und Gas zu geben und boah und ja. Aber oftmal ist am Scheitelpunkt ein Tacken zu investieren oftmal klüger, um dann viel konsequenter beschleunigen zu können. Schauen wir uns noch ein motorradtechnisches Problem an. Motorradtechnisches Problem gibt es natürlich auch. Meistens ist es entweder Radienführigkeit, was auch fahrerisch sein kann, aber es kann auch sein, dass es zum Beispiel ein Grip-Problem ist. So, und wir hatten hier auch Grip-Probleme, dass das Motorrad kam von einem Setting aus Most. Most hat mehr Grip wie Nürburgring, deswegen haben wir hier ein bisschen Grip-Probleme gehabt und speziell, ich frage halt dann, an welchen Kurven hast du ein Grip-Problem? Man sagt, an der Kurve, an der Kurve, an der Kurve. Na, gut, dann schauen wir mal zu der Kurve hin, wo er sagt, er hat Grip-Probleme. Und das war zum Beispiel hier in dieser Linkskurve hier raus, hat er gesagt, er hat Grip-Probleme. So, und dann interessiert mich wieder der Punkt, wo er die Bremse hier loslässt und ans Gas geht. In diesem Moment, wo das Gas leicht anliegt, interessiert mich letztendlich das Fahrwerk.
So, und dann schaue ich aufs Fahrwerk und sehe Suspension Rear, aha, 26 mm Einfederweg. Wohlgemerkt, die BMW hat knapp 80 mm Einfederweg, also was die Stroke machen kann. Das heißt, wir sind hier relativ hoch. Und dann registriere ich das einfach mal und sage, okay. Dann sage ich, sag mir mal eine Kurve, wo du Grip hast, also keine Gripprobleme, wo du dich richtig wohlfühlst. Dann sagt er, okay, unten aus der Spitzkehre raus, aus der engen rechts, da habe ich richtig Grip, da kann ich richtig aufziehen. Dann sage ich, alles klar, dann gucken wir mal da rein, ich schaue mal an, wie da das Fahrwerk steht. Ich brauche eine Referenz dafür, wo es Grip hat. Und dann schaue ich da rein, wieder der Moment, Bremse loslassen, kurz bevor er ans Gas geht in dem Moment und siehe da, das Fahrwerk, Suspension Rear, 33,4 mm. Dann frage ich natürlich im Zuge dessen, um eine Gegenkontrolle zu machen, sag ich, kann es sein, dass das Motorrad da weit schiebt? Nee, schiebt nicht weit, hat Grip und fährt genau dahin, wo ich hin will. Sag ich, oh, das ist eine Referenz dafür, dass ich weiß, wie das Fahrwerk denn am Scheitelpunkt, das ist genau der Scheitelpunkt, Bremse loslassen, Gas anlegen, wie es da stehen soll. Und sehe da 33,4 mm hinten, warum ist es da 7 mm weiter eingefedert als wie in der anderen Kurve, wo er keinen Grip hat? Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann sein, dass die Kurve mehr Kompression hat. Oder er durch die Kurve schneller hineinfährt und das Motorrad mehr komprimiert wird. Oder er da eventuell ein bisschen anders sitzt. Ist auch eine Rechtskurve, keine Linkskurve. Somit weiß ich, okay, da haben wir Grip. Also müssen wir versuchen, dass wir in der Kurve, wo er keinen Grip hat, das Fahrwerk hinten tiefer kriegen, damit der Reifen mehr Load, mehr Druck, mehr Compression kriegt, um mehr Vortrieb zu generieren und nicht nur durchdreht und spinnt. Ne? Und man sagt so schön, wenn er mal spinnt, dann spinnt er. Wie mit dem Auto auf dem Schnee, wenn du mal losfährst am Berg und die Reifen durchdrehen, drehen sie durch. Du musst wieder runtergehen, dass der Reifen wieder Grip kriegen kann. Das ist hier genauso. Deswegen will ich quasi versuchen, okay, wir müssen versuchen hier in dem Moment, wo er hier keinen Grip hat in der Linkskurve, wo er das Gas anlegt, dass wir hier das Fahrwerk hinten tiefer kriegen. Das machen wir dann über verschiedene Vorgehensweisen, entweder über weichere Feder oder weniger Vorspannung oder kürzeres Federbein, vielleicht auch weniger Druckstufe im hinteren Dämpfer. Oder wir können es auch über die Front machen. Zum Beispiel können wir zum Beispiel hier sagen, weil wir hier auf der Vorderachse an dem Punkt hier an dem Punkt an der Vorderachse vielleicht zu tief werden, was wir aber nicht sind. Aber wenn wir vielleicht an der Vorderachse zu tief werden und hinten zu hoch, dann könnte es auch sein, dass zum Beispiel die Zugstufe vorne das Motorrad zu lange drin hält, ich weniger Zugstufe brauche und somit das Vorderrad schneller entlaste und schneller Gewicht auf das Hinterrad transferiere. Aber ich fange mit kleinen Steps an, weil dieses Grip-Problem ist eventuell nur auf zwei, drei Stellen der Strecke, und wenn ich jetzt das Motorrad komplett verändere, dann kann es sein, dass er an anderen Stellen der Strecke auch Probleme kriegt. Das will ich natürlich nicht. Deswegen fange ich mit kleinen Steps an. Ein bisschen weniger Vorspannung, ein bisschen weniger Dämpfung und. Und dann kommen wir her, schauen uns den nächsten Stint an und besprechen das, was haben wir Grip generiert. Das ist die Vorgehensweise, wie man Motorrad und Fahrer auf ein gewisses High-Level, in einem gewissen High-Level, auch noch schneller und besser machen kann. Ich denke, das ist viel interessant. Das waren jetzt nur zwei kleine Bruchteile. Da könnte man jetzt sagen, okay, das können wir noch extrem ausweiten, aber glaubt mir, da sitzen wir ungefähr 4 Stunden hier und dann wissen wir immer noch nicht alles. Ich hoffe, das war ein kleiner Einblick, dass ihr mal eine Vorstellung habt darüber, wie das bei den Profis so abläuft, und ich kann euch nur sagen, das geht bis in die Superbike-WM, bis in die MotoGP. Überall wird eigentlich genau nur so gearbeitet. Ohne ein vernünftiges Recording ist es fast unmöglich zu erkennen, was der Fahrer und das Motorrad für ein Problem da draußen haben. Selbst das Gefühl vom Fahrer passt nicht immer, vor allem weiß er nie genau, wie das Motorrad steht. Es ist immer so eine, vielleicht steht so und so, bin mir mal nicht sicher, ist so eine Sache. Also, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das gewusst habt, dass das genauso gemacht wird. Und wenn ihr da vielleicht noch mehr wissen wollt, schreibt es auch gerne rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gebt euch gerne einen Daumen hoch für dieses Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.